das Haus, Mann. Ja, Mann. Ich habe mit Wenzel gesprochen. Sehr gut. Und? Macht er mit bei der Revolution? Davon gehe ich aus. Nee. Sehr gut. Sehr gut. Dann geh und mach ihn zu deinem Waffengefährten. Ich werde den Rest der Stadt mobilisieren. Wir werden dir helfen, wenn du den Kampf mit den Orks aufnimmst. Nein, bitte nicht. Wie genau läuft das mit der Revolution? Sobald du den Kampf mit den Orks aufnimmst, wissen wir, dass es losgeht. Und denk dran, nur wenn du den obersten Ork der Stadt tötest, haben wir eine Chance auf Erfolg. Verstehe. Ach, locker easy, haben schon mal verprügelt. Unmöglich. Oh Mann, ey. Bin vollkommen geheilt, ausgeschlafen. Das habe ich auch. Gut. Und Cyrus, also selbst Cyrus nicht da. Gut, cool. Ein Typ weniger, ne? Machen wir jetzt einfach mal die Revolution. Also wir sollen zu dritt die ganze verdammte Stadt auseinandernehmen. Schon wieder locker easy cheesy. So, aber als erstes speichere ich mal richtig kurz. So, muss kurz sein. Und einen kleinen kleinen Schluck habe ich mir genommen. Mann, was willst du? Der Untergrund wird uns unterstützen. Lass uns jetzt kämpfen. Worauf warten wir dann noch? Folge mir. Oder was? Ich werde kämpfen bis in den Tod. Nee, aber ich will... Du bist kein Gegner für mich. Shit. Ach so. Machst du 360 Attack hier was? Junge, hört doch mal mich zu nerven, was ist denn denn los? So, sollte vielleicht mal ein bisschen was auf Kampftechniken machen. Sag kurz zur Seite, Digga, sag mal kurz zur Seite. Ja. Cool. Geile Pause. Er wächst hier kurz ein. Das hat er doch keine Lust mehr. Vorhin, du bist der Einzige, dem ich das zutraue. Egal. Da bin ich wieder, ich hab kurz geladen. Ich glaube, als erstes sollte ich vielleicht ein bisschen was auf Stärke und Kampf tun und so. Komm ich hier runter? Irgendwie? Komm ich hier irgendwie runter, um zu sterben? Schaffe ich das? Shit. Ui, okay, gut. Gut. Ich glaube, ich hab gehört, du bist jetzt Champion der Arena. Respekt. Der Proviantmeister Deckard freut sich über die Tränke. Gut gemacht. Jens, der Jäger, meint, du bist zu gebrauchen. Cool. Zu schwer. Sind die Orks zufrieden mit mir? Das will ich mal hoffen für die. Du hast es geschafft. Du bist für die Orks kein Unbekannter mehr. Geil. Jetzt kannst du dich frei in der Stadt bewegen. Fette Sache, genau. Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, ich will schon. Du hast nicht genug Gold dabei. Warte, wie teuer ist das? 2,5. Ich werde es irgendwie zusammenkriegen. Dazu bist du noch nicht bereit. Ich wollte den Kack eigentlich machen. Und hatte auch Waren, natürlich nicht. Deckard hat Waren, ne? Genau. Zeig mir deine Ware. So, was für einen Kack kann ich ihm verkaufen? Breitschwert. Oh, ich kann es übertragen. Warum zahle ich die ganzen Sachen nicht, ja? Ich kann die ganzen Sachen übertragen. Nee, doch nicht. Lieben, okay, das einzige, okay, mal 60. Klingt schon. Aktuell, weg. Damit, weg. Ein. 45, 40, 20. Geil. Ja, brauche ich. Weg. Kann weg. Was ist das? Ja, warte ich. 1100, ey. Shit. Cool. Brauche ich. Ganze Pilze. Weg mit dem Kack. Das kann nicht alles sein, oder? Wie so ein Fell. Cool, weg damit. Mehr habe ich nicht.
Wirklich? Und er hat nicht mal genügend. Oh. Boy. Geh mal kurz aufhängen, bitte. Was ist das? Kurz speichern. So. Und kurz ausrauben hier. Oh, toll. Toll, Digga. Ganz große Klasse. So, zwei Bomben. Noch besser. Cool. Der Maul. Ach du Kacke. Hat's ja mies gebracht. Trotzdem speichere ich erstmal. Mich aufwendig, ich war noch gar nicht in so vielen Häusern hier in der Stadt, halt. Ja? Man, hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Ist mir doch vollkommen egal. Weißt du etwas darüber? Ja, du warst Nein. es. Wir beobachten dich. Ist mir vollkommen egal. Oh, Erdware. Zeig mir deine Ware. Hätte er gleich raufkommen können. Und er hat 11.000 Fett. So, brauche ich. Weg. Ein. Weg. So, das ist weg. Bisonfell. Wurste. Na. So. Da, die beiden kannst du auch noch haben. Und die Kelle, die mir 6 einbringen. Goldausgleich. 1900, jetzt kann ich endlich zumindest ein wenig besser werden. Bufford. Würdest Blablabla. Ich will starker Schwertkämpfer werden. Ja, Mann. Kein Problem. Ein starker Schwertkämpfer prügelt nicht einfach nur auf seine Gegner ein. Er erkennt die Position des Gegners. Nutze den Schwung deines Körpers, nicht nur den deines Arms. Ja. Merke dir das und setze es um. Dann wirst du länger am Leben bleiben. Du lügst doch wie gedruckt. So. Ich will Meister werden. Ja, Mann. Dazu bist du noch nicht bereit. Ach, nur 45 Stück. Gut so. Du hast nicht genug Gold dabei. Shit. Ich hab nicht mal 52. Das ist schon ein bisschen lächerlich. Was soll's. Speicher ich. Oh, kann einfach so speichern. Oh, mein Rücken, ey. Oh, so. Heller, nur Breitschwert. Waffe weg. Ja, Digga, schieß mir ganz was down. Ich will nur kurz meine neuen Moves ausprobieren. Meine neuen miesen Moves. Ich bin kurz hier hinter. Hier, wo mich niemand sieht. Vielleicht gibt es hier noch ein geheimes Versteck, das ich gar nicht kenne. Ich schieb mir was hier hinter. Kann ich nicht irgendwie am Mike drauf holen. Verstehe ich nicht. Kann ich irgendwelche Kombos jetzt machen? Ah, okay, cool. Ich kann jetzt ein paar Kombos machen, die ich vielleicht vorher auch schon konnte und nie gemacht habe. Egal. Zappum. So, ich würde sagen, ich beende diese Episode erstmal hier. Ja, und würde ich sagen, falls euch gefallen hat, Daumen hoch, falls ihr mehr sehen wollt, subscriben. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Okay. Warum mache ich eine Frame von 23? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum jetzt nur noch 20? Dann mach schlimmer hier. Das kann ich vergessen, Alter. Ey! Pass auf! Boom, Alter. Bam. Aber es stört ihn nicht.
Urkreis, der Boss in der Hood. Was für ein Stehenbleiben, hä? So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Schon ein wenig länger her, dass ich was hochgeladen habe. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir gerade noch, glaube ich, gerade versucht haben, die Stadt zu erobern oder so ein Kack. Ich gucke noch zum Beispiel mal nach, was hier so abgeht. Verpiss dich, genau. Mann. Was willst du? Mann, was willst du denn, Alter? Unmöglich, 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 unmöglich. Wo? Unmöglich. Nein, nicht. Warum keine Unterstützung? Lass uns jetzt kämpfen. Oh. Ich war, hatte noch gar keine Unterstützung gefordert. Ich muss vollkommen auf Drogen, ey. Nee, lieber nicht. Nee, das Risiko gehe ich nicht ein. So, ich denke mal, ich quatsch einfach eine Runde mit Phil, mal gucken, was er zu labern hat. Sicher nur Müll. Zack, boom, Alter. Ich hab Wenzel gesprochen. Ich hab mit Wenzel gesprochen. Und mit deiner Mutter. Und? Macht er mit bei der Revolution? Natürlich nicht. Davon gehe ich aus. Sehr gut. Dann geh und mach ihn zu deinem Waffengefährten. Nein, Mann. Ich werde den Rest der Stadt mobilisieren. Wir werden dir helfen, wenn du den Kampf mit den Orks aufnimmst. Wie genau läuft das mit der Revolution? Sobald du den Kampf mit den Orks aufnimmst, wissen wir, dass es... Und locker, easy... Egal. So, er fünfmal schnell speichern, als ich weiß, ne? Jo, gut. So. Das, ich warte schon die ganze Zeit. Bam! So. Das Spiel hat's verdient gehabt. Ne, ich wollte das Ding mal auch mal ausprobieren. Also mit Zustechen und so. So. Jetzt stratzen wir mal kurz hoch zu Olle Wenzel, zum euren Wendler und reden mit ihm und machen die Stadt fertig denn. Locker, easy cheesy, kein Problem. Verdammt, was ist denn los? Mann, was willst du? Mann, unmöglich. Was willst du? Schnell speichern, bevor er sich wieder instant pen legt, Alter. Er hat den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, ey. Ja, der Untergrund wird uns jetzt. Worauf warten wir dann noch? Folgt mir. Ich werde kämpfen bis zum Tod.